Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Nachdem wir im letzten Part die roten 106, nee, 5, 6, 7, 8, 9 sowie die Granithöhle erforscht haben, geht es nun endlich auf Route 118 weiter. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich euch natürlich noch sagen, welche Pokémon hier auftreten können. Und zwar an der Wasseroberfläche Pilippa, Tentacha, Wingull. Beim Angeln Carpador und Tentacha mit der Angel, mit der Profi-Angel Kanivanha, Carpador und Tentacha und mit der Superangel Kanivanha und Tohaido sogar. So, im hohen Gras können Fritzeblitz, Geradax, Kecleon und Wingull auftreten. Im sehr hohen Gras können Fritzeblitz, Geradax, Kecleon und Pilippa auftreten. Und bei Massenbegegnungen Fritzeblitz 5-mal, Kecleon 5-mal und Wingull 5-mal. Genauso sieht es aus. Und weiter auf dieser Route werden wir uns ein bisschen umgucken, da wir ja mit Surfer hier erstmal lang können. Das ist ja erstmal die schöne Sache. Deswegen begeben wir uns mal ins kühle Nass und gucken uns mal genauer um. Naja, nicht zu scharf die Kurven nehmen, sonst landen wir wieder auf dem Festland. Denn jetzt kommt ja noch der ganze östliche Teil von Hoenn, wie man ihn hier wunderbar sehen kann. Der blieb uns ja noch verborgen, weil wir eben nicht surfen konnten. Und das möchten wir ja jetzt irgendwie abändern. Also gucken wir doch mal, was uns hier sich darbietet. Erstmal ein wildes Pokémon. Folgendes ist, nämlich ein wildes Tentacha, welches wir aber nicht fangen möchten. Weshalb wir es auch gleich mal ignorieren. Aber ich glaube, dass dieser Part doch ein sehr schönes Ereignis beinhalten wird. Und nein, ich möchte nicht das PSS aufrufen. Danke. Ich wollte einfach nur den Schnupperer da wieder aktivieren. So, da drüben haben wir erstmal einen Angler. Okay, hier haben wir eine weitere Geheimbasis, die wir uns nehmen könnten. Wollen wir aber nicht. Aber wir haben hier weitere Trainer. Und guck mal, wen wir danach haben. Ach ja, so eine Profi-Angel ist schon was Tolles. Meinst du nicht auch? Aha. Aha, dann sind wir also der gleichen Meinung. Sehr schön, dafür schenke ich dir die Profi-Angel. Yay, so bekommt man dann die Profi-Angel. Sehr schön, oder? Versuche überall dein Anglerglück, wo du Wasser findest. Wer weiß, was am Ende anbeißt. Mal guck mal, wen wir hier haben. Da, schau her, ich erinnere mich an dich. Gut, ich werde den Kampf genau auf Film festhalten. Den ganzen Kampf auf Film festhalten. So, ja, die beiden sehen wir nämlich auch mal wieder. Von Interview Pia und Udo. Ja, Pia und Udo. Magneton und Krakelo. Alles klar, da haben wir ja schon mal The Francis vorne, was sehr gut ist. Aber ein Gengar ist da noch ein bisschen fehl am Platz. Aber na gut, da können wir jetzt halt nichts machen. Der Doppelkick, der sollte erstmal... Wer kann mehr ärgern? Ich nehme mal Magneton ins Visier und... ich nehme die Finsteraura auf Krakelo, ja. Machen wir es am besten so. Ja, gut. Gengar ist natürlich auch ultra schnell. Das muss man dazu auch noch sagen. So, da haben wir ihn schon mal beseitigt und dann sollte der Doppelkick auch sein Übriges tun. Ja, ich hätte auch Nitro-Ladung anwenden können, ist jetzt aber egal. Aber das eigentlich auch schon gut ist, mit Nitro-Ladung sich ein bisschen pushen von der Init und dann wieder zuschlagen und so. Ja, das geht doch. Das war aber ein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Ja, alles im Kasten. Der ganze Kampf ist auf Band. Sehr schön. Ja, da können wir den ja bald mal auf YouTube sehen, oder? Läuft, ne? Weißt du noch, das hast du nach unserem letzten Kampf gesagt. Wir erinnern uns doch ganz genau daran. Übrigens, wie sieht's aus? Dürfen wir eventuell noch ein Interview mit dir führen? Wirklich? Großartig, danke. Also könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht? Ja. Bleibt so. Läuft, ne? Genauso sieht es aus. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird sie ja hier im Video-Navi ausgestrahlt. Schau ab und zu mal rein, okay? Also vielen Dank und bis bald. So sieht das aus, okay. Aber weiterhin wollen wir hier mit diesem Angler reden. Ich bin ein Angler, aber ich bin auch ein Trainer. Ich kümmere mich also um die Pokémon, die ich gefangen habe und trainiere ordentlich mit ihnen. Na, das ist doch schon mal ein guter Ansatz, ne? Also, eine Herausforderung von Albrecht. Kanivanha. Warte mal, wen hatte ich an der Spitze? The Francis, okay. Ich habe irgendwie den EP-Teiler nicht aktiv. Quatsch, doch, den habe ich aktiv, aber das Münzamulett habe ich ja nicht auf ihm. Naja, egal. Doppelkick, ich weiß, Rauhaut wird wirken, aber egal. So, zack, haben wir ein bisschen was verloren. Aber gut, so sei es dann nun mal.
Stimmt, ich hätte eigentlich Niklas noch einwechseln können, also Azumarill. Aber okay, Gyarados. Da wollen wir das Pokémon mal wechseln, weil ich mit Kampffeuer doppelt unterlegen bin bei Wasserflug. Aber Niklas weiß da sicherlich Rat. Ich meine, mit Weizer, was soll das schief gehen? Ganz ehrlich, was soll das schief gehen? Da kann so viel nicht schief gehen. Außer, dass der Bedroher halt einsetzt und meinen Angriff vermindert. Aber na gut, Weizer, Flick und Sieg, du weißt, was du zu tun hast. Ich meine, so viel Schaden wird es trotzdem anrichten, ja. Silberblick senkt, glaube ich, meine Verteidigung. War das so? Ja, Verteidigung. Ich merke mir das nie, weil ich die Attacken kaum anwende. Man merkt sie sich halt nur, weil die am Anfang des Abenteuers relativ häufig vorkommen. Aber ansonsten guckt die sich ja keiner mehr an. So, Stufe 44, damit können wir leben. Ja, finde ich ordentlich. Und Gengar erreicht Stufe 47. Mensch, das ist ja hier... Wow, Metang, Stufe 44. Man versucht, Sternhieb zu erlernen. Na, den bringen wir doch gerne bei. Also, welche Attacke soll vergessen werden? Gucken wir mal bei Sternenhieb. Angriff mit hartem schnellen Schlag. Erhöht eventuell den Angriffswert des Anwenders. Was haben wir hier bei Eisenschädel? Da haben wir 80 und 100. Da schreckt der Gegner eventuell zurück. Und hier haben wir mit hartem schnellen Schlag. Ist das dann auch eine Prio-Attacke? Ich weiß es nämlich nicht. Das steht da ja nicht. Ich meine, bei Patronenhieb steht das. Ultraschnellen Hieben, das ist Erstschlagsgarantie. Naja, ich meine, Eisenschädel hätte ich dann sowieso irgendwann rausgenommen. Wir testen es ganz einfach mal. Also, weg damit. So, wir nehmen einfach Sternhieb. Das kommt bestimmt ganz gut. Also, gucken wir mal. Und Albrecht ward besiegt. Ich dachte, ich hätte ausreichend mit ihnen trainiert. Nein, hast du nicht, wie man eindrucksvoll sehen konnte. Gut, dann machen wir uns doch mal weiter auf den Weg, aber... Wem begegnen wir denn da? Hallo, lange nicht gesehen. Wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet, nicht wahr? Warte, gleich komme ich drauf. Dein Name ist The Francine, nicht wahr? Schön zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Sag mal, The Francine, wie du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielfalt an Pokémon wohnt, die wir jeweils unterschiedlichen Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typ spezialisieren. Was liegt dir als Trainer mehr? Naja, nicht, dass mich das groß was angeht, aber in deinem Fall würde mich das durchaus interessieren. Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. Da ist übrigens das hohe Gras. Nanu? Schwa? Hm? Guckt mal, wen haben wir denn da? Wer lauert denn da auf einmal auf uns? Latios! Hua! Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? Der Francine, komm mit. Ich glaube, Latios bittet uns um unsere Hilfe. Also dann, los geht's. Okay, dann wollen wir doch mal aufsatteln. Ja, das ist nämlich neu im Gegensatz zu den Originaleditionen. Jetzt sieht man hier schon mal dieses Feature des Rundfluges und wir steuern auf eine Insel im Süden zu. Das kann ich soweit schon mal verraten. Und wer weiß, vielleicht plane ich gleich noch was anderes. Da wären wir. Vielen Dank, Latios. Ja, wir sind hier auf einer Insel im Süden gelandet. Was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür, aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder in einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Ob es wohl jemand auf dieses mächtige Geheimnis abgesehen hat? Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Deswegen werde ich erstmal speichern. Na komm. So, wir haben das Spiel erstmal abgespeichert und dann setzen wir mal den Itemradar ein. Aber hier scheint es nicht zu geben. Die Insel im Süden. Idenen er unverbluchen sie zen zu halt. Die, denen die Erinnerung verblasst, versuchen sie im Herzen zu halten. Was hat das zu bedeuten? Warum gerade diese Botschaften? Guck mal.
Dort hatten wir Latios, also wir hatten Latios gesehen. Und wen haben wir jetzt hier? Latias! Welch eine umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Sonnenstein, oder warte. Ein Funkelstein beschreibt seine strahlende Schönheit noch viel besser. Es selbst steht den edlen Stahl-Pokémon in nichts nach. Obwohl es nichts mal mit Stahl zu tun hat. Hm? Das sind doch Teammitglieder von Team Aqua. Jetzt wird mir einiges klar. Latias und Latios wussten sicher, dass sie kommen würden und haben uns deshalb zu sich gerufen. Ich werd verrückt. Was habt ihr hier zu suchen? Ich werd nicht mehr. Kommandant Wolfgang, das ist das Kind, von dem alle reden. Das Bike, das uns ständig in die Quere kommt. Aber wer ist dieser Lackaffe in ihrer Begleitung? Ich werd das Gefühl nicht los, den Kerl schon mal wo gesehen zu haben. Ist das irgendein Wettbewerbsstar? Ach, ist doch piep egal. Ich bin Wolfgang, ein Vorstandsmitglied von Team Aqua. Ich bin hier, um mir Latias, das Pokémon hinter euch, unter den Nagel zu reißen. Oh, und wo wir gerade dabei sind, diesen Megastein, den es bei sich trägt, könnt ihr auch schon mal für uns eintüten. Team Aqua wird seine Pläne in Gewalt umsetzen, Deshalb brauchen wir die sagenhafte Macht der Mega-Entwicklung. Klare Sache, oder? Ihr habt die Wahl. Entweder ihr macht schön brav Platz oder wir müssen handgreiflich werden. Also, wie wollen wir die Sache handhaben? Wir rücken nicht von Fleck. Genau diese Antwort wollte ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latias vor diesen Schurken beschützen. Latias und der Megastein dürfen auf keinen Fall solchen Ganoven in die Hände fallen. Ach, wenn ihr wirklich so blöd seid, lasst ihr uns keine Wahl. Wir werden euch zu Kleinerz verarbeiten. Na, das wollen wir doch erstmal sehen, wer hier wem zu Kleinerz verarbeitet, ne? So, die Frau sieht aber hübsch aus, muss ich sagen. Tut mir leid, ich muss mal einen obligatorischen Schluck trinken. Und noch einen. So, ich habe natürlich voll die falsche Pokémon an der ersten Stelle, aber ist ja egal. Obwohl. Warte mal, soll ich gleich eintauschen? Nee, warte. Wir machen erstmal einen Top-Doppelkick gegen Tohaido. Ja, ich bin mir dessen bewusst, dass ich da was abbekomme, aber das ist mir sowas von egal. Robustheit wirkt Rauhaut wirkt natürlich, aber so sei es nun, ja. Tohaido. Damit surft man auch schneller, ne? So ganz nebenbei mal erwähnt. Zen-Kopfstoß, sehr schön, das trifft auch. Na, da haben wir das Duo doch hier ganz schnell besiegt, hoffe ich. Ja, Slimer war's besiegt und dann sollten wir den schnell die Mäuler gestopft haben. Und Stufe 43 von The Francis, ne, sehen wir doch auch gerne. Angriff plus 3, sehr schön. Und dann haben wir den Vorstand besiegt. Ach, die haben echt was drauf. Mir wird ganz schwindelig. Nach einer aufregenden Niederlage. Ich weiß jetzt nicht, wer was gesagt hat, aber ich hatte schon wieder nicht das Münzamulett vorne, aber egal. Huch. Ach, ganz schön stark. Du gefällst mir, Kleiner. Ich gebe zu, ich habe eine Schwäche für starke Trainer. Deshalb hat mir Adrian damals auch so imponiert. Ihr seid mindestens genauso Ihr seid mindestens genauso stark wie er. Aber wenn wir uns nochmal über den Weg laufen, wisch ich den Boden mit euch auf, dass es klar ist. Los, du Schlaftablette, wir ziehen Leine. Roger. Das wäre überstanden, The Francine. Ach ja, ich heile am besten gleich mal dein Team. Es hat immerhin hart gekämpft. Schwupps, Team geheilt. Wunderschön. Dein Team wurde vollständig geheilt. Du hast dich fantastisch geschlagen. Dieses Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Ohne dich wäre er sicher in ihre Hände gefallen. Ich bin mir sicher, Latias hat dich inzwischen auch als vertrauenswürdigen Trainer anerkannt. Sieh nur, es bietet dir seine Unterstützung an. Es bietet dir ihre Unterstützung an, aber egal. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Worauf wartest du noch? Schnapp es dir! Ja, da ist man doch sprachlos, oder? Latias wurde ins Team aufgenommen. Möchten wir ihm einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich jetzt erstmal nicht. Und umklammert Latias Need. Cool, oder? Das finde ich doch mal genial. Hier, ich hab da etwas für dich. So, was hast du denn noch Schönes für uns? Aha, guckt euch mal den Arm an. Den Mega-Armreif. Und damit wird es uns ab sofort möglich sein, die Mega-Entwicklung durchzuführen.
Der Mega-Armreif wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Nein, er wurde ja angelegt am Arm oder wenn die mich auf den Arm nehmen. Okay. Wenn du diesen Mega-Armreif trägst und eng mit einem Pokémon in deinem Team befreundet bist, das einen passenden Megastein bei sich trägt, kannst du bei ihm eine außergewöhnliche Form der Entwicklung auslösen. Die Mega-Entwicklung. Probier es in deinem nächsten Kampf einfach mal mit Latias aus. Die Mega-Entwicklung gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Was hat es mit den Megasteinen auf sich und woher kommen die Schlüsselsteine? Was steckt hinter dem Phänomen der Mega-Entwicklung, das Menschen und Pokémon miteinander verbindet und ihnen neue Kräfte verleiht? Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber nun lass uns zurückkehren, zusammen mit Latios natürlich. Er wartet sicher schon auf uns. Ja, das ist dieses besondere Event und das finde ich richtig genial und ich werde gleich mal gucken, welches Wesen das hat. Und ja, wir werden heute noch ein anderes Pokémon bekommen, aber dazu muss ich dann nochmal zurückreisen, aber dazu gleich. Gute Arbeit, The Francine. Schua! Ich glaube, es bittet dich gut auf Latias aufzupassen. Schua! Und da ist es schon von dannen gezogen. Ich muss sagen, du hast meine Erwartungen weit übertroffen. So stark wie du bist, wirst du sicher auf Route 119 sowie die dahinterliegende Arena von Baumhausen City problemlos hinter dir lassen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du bestimmt noch ein ganzes Stück erwachsener sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst. Bis bald, The Francine. Und ja, wir werden dich bald wiedersehen. So, ich werde jetzt mal gucken, welches Wesen dieses Pokémon denn hat. Am besten wäre natürlich so ein Scheues. Obwohl Kühn ist auch nicht schlecht. Ja, das ist ja eher ein Verteidigungs-Pokémon. Deswegen, doch, das lassen wir so. Das ist jetzt natürlich nicht so gut in der Innet, aber das ist ja nicht so egal. Wir haben jetzt verschiedene Attacken hier. Heilwoge, Feuerodem, Nebelball. Okay. Eine komische Psychoattacke und Psyban. Anwender nutzt seine Suggestivkräfte, um eigene Statusprobleme auf das Ziel zu transferieren. Ist natürlich interessant. Heilwoge Anländer löst eine schmerzenlindernde Welle aus und heilt dabei das Ziel mit der Hälfte seiner maximalen KP. Kann auch auf Gegner angewandt werden, nur so nebenbei. So, aber wir sind eher ein Spätsangriffstyp, deswegen Spätsangriffstacken behalten. Okay, es ist Stufe 30, so dass wir es ins Team nehmen könnten. Aber ich werde erstmal diesen Part... Nein, ich werde erstmal hier abspeichern und wir werden uns gleich nochmal in Blütenburg City wiedersehen. Also bis gleich. So, jetzt sind wir endlich da angekommen, wo ich mit dem Aeon-Ticket weitermachen kann. Denn hier haben wir unseren Vater. Vergiss nicht ab und zu auch mal bei Mutti vorbeizuschauen, meine Tochter. Ich bleibe hier, um mein Training zu intensivieren. Als Trainer lässt mir diese Niederlage keine Ruhe. Ich möchte irgendwann gegen dich gewinnen. Nanu, was hast du denn da? Das ist doch ein Ehrenticket. Es ist gut und gerne 11 Jahre her, seit ich so eines zuletzt gesehen habe. Das Ehrenticket gewährt dem Inhaber Zutritt auf der Insel im Süden. Zu der Insel im Süden. Es ist denen vorbehalten, die dank der innigen Bande zu ihrem Pokémon eine Mega-Entwicklung auslösen können. Hm? Der Mega-Armreif, der da an deinem Handgelenk glänzt, ist der Beweis dafür, dass du nun die Mega-Entwicklung auslösen kannst. Sehr schön. Also, The Francine, bitte folge mir. So, und jetzt sind wir nämlich in Graffitport City. Eine Fähre nach Segrasol City. Na nun, dieses Ticket. Bist du etwa diejenige, die dieses seltsame Ticket dabei hat, von dem jeder spricht? Du willst also zu dieser winzigen Insel im äußersten Süden gebracht werden, ja? Niemand weiß, was dort so vor sich geht. Das ist genau der Stoff, der einem echten Seefahrer wie mich auf Trab hält. Dann komm bitte mit an Bord. Ich werde hier so lange auf dich warten. Pass gut auf dich auf, The Francine. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ach so, ja, gut. Die Stoppuhr, die müsste ich jetzt eigentlich nicht weiterlaufen lassen, aber egal. Und da sind wir nun. Werf den Anker. Da wären wir. Das ist also die Insel im Süden. Ich werde hier auf dich warten, für den Fall, dass du die Insel verlassen willst. Warte mal, ich habe das Pokémon noch nicht abgelegt, oder? Verdammt! Moment! Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Werf den Anker! Da wären wir! Das ist die Insel im Süden. Ich werde hier auf dich warten für den Fall und so weiter. Ja, hier waren wir ja bereits. Ach ja, ich habe übrigens das Kunstrad, weil wir das auf Route 119 mal brauchen werden. Okay. Und was haben wir da genau? Durch das Aeon-Ticket wird nämlich einem ermöglicht, das jeweils andere Pokémon zu erhalten.
Ja, es möchte wohl gerne gefangen werden. Leider ist es noch nicht dunkel und guck mal, was für eine lustige Umgebung. Es wird auch Stufe 30 sein, kann ich mir vorstellen. Genau. Und deswegen, ich probiere mal aus, die Nitro-Ladung zu machen. Die sollte jetzt nicht so effektiv sein. Ich muss es ja ein bisschen schwächen. Das muss ich ja schon ein bisschen tun. Nicht sehr effektiv und die Initiative steigt. Psi-Bun ist zum Glück fehlgestanden. Gleichwohl ich weiß, dass es natürlich auch noch eine Psycho-Attacke kann. Ne? Das muss man natürlich auch beachten. Ich hätte ja auch mal einen Flottball probieren können. Da hätte ich mir den ganzen Spaß hier sparen können, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Psi-Bun ist wieder fehlgeschlagen. Soll mich nur freuen. Aber wir gucken mal bei den Pokébällen. Was haben wir denn da im Angebot? Na, ein Flottball ist jetzt zu langsam schon. Also da dauert der Kampf schon zu lange. Wir probieren es einmal mit einem Superball. Wer weiß, vielleicht bleibt es ja schon drin. Eins. Du bist noch nicht mein. Okay. Warte mal, es dürfte ja eigentlich... Aua. Okay, warte mal. Doch, wir nutzen die Bälle. Wir nutzen jetzt nämlich einfach mal den Hyperball. Der sollte vielleicht ein bisschen mehr anrichten können. Vielleicht reicht es ja da schon. Also, Latias im Pokéball. Du bist draußen. Okay, warte mal. Dann muss ich was anderes probieren. Doppelkick, das sollte ja nicht effektiv sein. Oh oh. Moment, wir sehen uns gleich wieder. So, neuer Versuch, neues Glück und so weiter. Diesmal sollte ich das aber nicht besiegen. Da erscheint es wieder, das Latios. Und ich werde jetzt einfach mal einen Doppelkick anwenden, weil er eigentlich nicht so viel Schaden anrichten sollte. Also ich mache es gleich am Anfang. Und dann gucken wir mal, wie viel KP es noch überhaben wird. Ja, komischerweise zieht es jetzt nicht so viel ab, wie es einst mal tat. Aber okay. Gut, dann machen wir jetzt mal einen Feuerfeger. Und gucken mal, wie viel KP er dann noch über hat. Versuch Nummer 3. Aber irgendwie werden wir es ja noch packen, dieses Mal zu fangen. Ja, mal ist ein Volltreffer und dann kommt das noch dazwischen und so weiter und so weiter. Das ist doch schon irgendwie ein bisschen verhext. Findet ihr nicht auch? Ja, ich finde schon. Deswegen ein Doppelkick nochmal. Zack. Und nochmal. Vielen Dank. So, und dann sollte der Feuerfeger kein, sag ich mal, Volltreffer sein. Und warum setzt du... ausgerechnet eine Haiewoge für mich ein. Das macht doch keinen Sinn. Versuch Nummer 4. Ich glaube, ich werde die anderen Dinge einfach ranschneiden oder so. Muss ich mal gucken, wie ich das dann handhabe. Also, Feuerfeger ist zu stark, merken wir uns das. Deswegen probieren wir es einfach nur mit Doppelkick, es ausreichend zu schwächen. Mit einer Bodenattacke brauchen wir gar nicht erst ankommen, da es die Fähigkeit Schwebe besitzt. Deswegen brauchen wir uns da keinen Kopf machen. Psi-Bun ist zum Glück fehlgeschlagen und warte mal, der Doppelkick, der müsste doch eigentlich... genügend Schaden anrichten, um ihn in den roten Bereich zu bringen. So. Ja, warum denn nicht gleich so? Scheinwerfer. Aua, das kann wehtun. Das wird wehtun. Vielen Dank. Ja, das tut sehr weh. So sieht es aus. Aber wir werden mal in den Beutel greifen und jetzt endlich mal einen Hyperball gleich anwenden. In der Hoffnung,
dass es damit jetzt besser geht, es zu fangen. Denn es ist ja nur Stufe 30. Na, obwohl, der Level ist ja egal. Du kommst wieder raus. Warum? Warum tust du das zum Geier? Ja, hier, du bist jetzt besiegt, Logok. Das ist mir jetzt aber egal. Ich meine, du bist im roten Bereich, hallo? Nächstes Pokémon rufen. Wir setzen ein... Nee, wir setzen kein... Doch, natürlich setzen wir ein weiteres Pokémon ein. Was rede ich denn da? Aber ich werde jetzt einfach mal mit den Bällen hier rumhantieren. Mal gucken, was wir da noch finden. Also Bälle, Pokéball. Wir probieren dich einfach mal aus. Also das Fangen hat bei Omega Rubin besser geklappt. Dass das nicht klappt, war irgendwie schon fast klar. Und ich habe volle KP, aber trotzdem vielen Dank. Na gut, dann nehmen wir mal einen Finsterball. Vielleicht hilft der ja. Auch wenn es draußen eigentlich noch nicht dunkel ist. Wir probieren's. So. Okay, es half natürlich wieder nichts. Scheinwerfer. Ja, wir... Achso, nein, das war ja diese Drachen- oder Feenattacke. Irgendwas von beiden war es. Ja, es muss eine Feenattacke gewesen sein. Und meine Spezialverteidigung ist im Keller. Aber was soll's. Wir probieren jetzt den Superball aus. Ich alterniere jetzt einfach mit den Bällen hier. Also, Latios. Du bist nun draußen wieder. Ja, ich habe leider keine Paralysemöglichkeit gerade. Ich hätte jetzt auch niemandem irgendwie Donnerwelle beibringen können. Und natürlich sinkt die Spezialverteidigung weiter. Okay, dann müssen wir zum Pokéball greifen. Universalwaffe Pokéball. Wir kennen es ja. Von Pokémon Blattgrün mit einem Arktos. Nee, warte mal. Nee, es war nicht mit einem Arktos, sondern es war mit jemand anderem. Heilwoge. Mensch, du bist aber sozial. Greifst mich erst an, willst mich dann heilen. Also, das finde ich ganz nett. Na gut. Nee, einen Wiederball, den wollen wir auch nicht, sondern einen weiteren Hyperball. Und mal gucken, ob das Pokémon da endlich mal drinnen bleibt. Oder ist Omega Rubin generell leichter? Ja, das macht wirklich Sinn. Hm? Es macht wirklich so viel Sinn, dass es aus dem Hyperball so leicht rausgeht. Also wie gesagt, das mit den Fanggeraten ist schon ein bisschen strange. Aber na gut, da kann man halt nichts machen. So. Okay. Du bist aber im roten Bereich. Ich kann leider gerade nichts anderes machen. Außer wie wild Pokebälle oder Superbälle und Hyperbälle nach dir zu werfen. Was anderes kann ich leider gerade nicht tun. Ich habe leider keine Paralysemöglichkeit, deswegen tut's mir leid. Also, Latios, bleib doch einfach mal drin. Bleib einfach drin. Das ist das Beste, was du tun kannst. So. Oder hatte ich noch einen Timerball? Ne, einen Timerball? Nee, ne? Nee, hatte ich nicht. Schade eigentlich. Eins. Du bist wieder draußen. Oh, jetzt sei nicht so idiotisch. Komm jetzt hier. Bleib einfach im Pokéball drinne. Du ziehst den Part nur unnötig in die Länge. Und denk doch mal daran, dass das Rendern dadurch auch länger dauert hier. So. Finsterball, Flieg und Sieg. Und draußen. Eigentlich ist es draußen schon dunkel, aber okay, das zählt ja nicht, ne? Ja, da kann man leider nichts machen. Aber eigentlich ist Heilwurge auch nur eine Teamattacke, weil du kannst ja nur das Ziel heilen und nicht dich selber irgendwie. Das ist dann schon ein bisschen komisch. Na gut, Hyperball. Du weißt jetzt, was zu tun ist. Einfach mal das Pokémon fangen. Du bist nun mein. Klasse, Latios wurde gefangen. Sehr schön, da haben wir jetzt auch endlich dieses Pokémon. So, und für Latios wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Was haben wir denn da Schönes zu lesen? Oh, Moment. Moment. Latios Aeon, männlich, Nummer 206, Typ Drache Psycho, Größe 2,0 Meter, Masse 60 Kilogramm. Latios schüttet nur seinem Trainer gegenüber sein Herz aus. Dieses Pokémon fliegt schneller als ein Flugzeug, indem es seine Vorderbeine einklappt und den Luftwiderstand zu verringern. So, da haben wir das jetzt auch endlich abgeschlossen. Und dann werde ich diesen Part auch an dieser Stelle beenden und ich hoffe, dieser hat euch soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir, sieht man sich, nachdem ich hier das Seelentau aufgehoben habe.
Willkommen zurück, meine Tochter. Du bist ihm auf der Insel im Süden also echt begegnet? Dem Aeon-Pokémon? Also dann wollen wir mal zurück zur Arena. Und wir sehen uns im nächsten Part. Deine Begegnung mit Latios kommt einem Wunder gleich. Lass diese Begegnung nicht vergebens gewesen sein und gib auch weiterhin gemeinsam mit deinen Pokémon dein Bestes, hörst du? Okay, jetzt bin ich aber weg.